Hallo, mein Name ist Silas Stojanov, ich bin 31 Jahre alt. Ich wohne in Deutschland seit 18 Jahren jetzt. Ursprünglich komme ich aus Kasachstan. Ich bin nach Deutschland gekommen mit 14 Jahren. Und ursprünglich habe ich in Kasachstan Judo gemacht. Eine lange Zeit, also sagen wir mal 4 Jahre. Und als ich nach Deutschland kam, hier in Berlin gab es keine andere Alternative, gab es nur Boxen. Deswegen habe ich damals mit Boxen angefangen und 6 Jahre lang Boxen gemacht. Irgendwann Schnauze voll gehabt vom Boxen und einfach gar keinen Sport zeitlang getrieben, bis ich eines Tages auf so einem kleinen Gym aufmerksam geworden bin. Es war ein Fraumann, das war wirklich ein kleines Gym, also das war vielleicht, ich weiß nicht, 200 Quadratmeter, also das war nicht so groß. Und die Jungs haben da trainiert, ich bin da immer beim Vorbeifahren, habe ich gesehen, dass da Autos stehen, Licht brennt, irgendwie Boxer bewegt sich und irgendwann habe ich nach einer Zeit mitbekommen, dass mein Cousin dort auch trainiert. Und dann dachte ich, hey, guck mal, komm bei den Jungs vorbei, guck mal, was die machen. Und ich bin da reingekommen und habe gesehen, ah, hier ist Planet Ita. Die Jungs trainieren da und ich kannte da also kaum jemanden, wie gesagt, mein Cousin. Ja, und so habe ich 2011, habe ich Peter kennengelernt und mitbekommen habe, okay, hier trainieren die Jungs von Planet Ita. Interessant, dann habe ich da Zeit lang nur Boxen gemacht. Ich wurde auch relativ schnell, also als Ersatztrainer, Boxtrainer, haben wir zusammen damals gemacht mit einem Trainer, der hieß Misha. Ja, und so habe ich Zeit lang Boxen gemacht und irgendwann bin ich mal zu früh gekommen in die Einheit. Also Boxeinheit war irgendwie 19:30 Uhr, ich bin um 19 Uhr gekommen und habe gesehen, irgendwie BJJ läuft da. Ich habe schon immer so Ringkampfsportarten interessiert, Ringen, Judo ist ja mein Ursprung. Und ich habe es so angeguckt und ich weiß nur, wie es damals war auf der Matte. Alexandros und Dima Goethe und Kostja Goethe und Peter und die haben alle so gerollt und das war so richtig lockere Stimmung. Und ich dachte, ach komm, ich probiere mal. Ich weiß nicht, ich habe das Boxen gemacht, aber ich probiere mal mit Grappling. Und ich bin damals zum ersten Mal in Grappling gekommen und ich hatte beide Stimmungen. Einmal war ich enttäuscht und einmal auch irgendwie glücklich, weil ich wurde von einem kleinen Typ namens Dima Goethe fertig gemacht, der wiegt 50 Kilo. Aber andererseits, es war so ein geiler Workout, ein allgemein so geiles Training. Die Jungs waren voll eng miteinander und voll freundlich zueinander. Und ich dachte mir, ja, okay, Boxen ist jetzt meine Vergangenheit mehr oder weniger, jetzt probiere ich meine Grappling. Und so habe ich mit Grappling angefangen und ja, bin dann auf die Wettkämpfe gegangen und bin dem Grappling-Game treu geblieben. Damals, wie gesagt, im Frommanner Gym, das war ein sehr kleiner Raum. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir sind irgendwie eine größere Truppe jetzt. Ja, als ich gekommen bin, waren da irgendwie vielleicht 30, 40 Leute. Und dann irgendwann waren wir plötzlich über 100 Leute. Ne, und Raum wurde einfach zu klein. Wir haben es festgestellt, mein Grappling, jeder hat sich irgendwie mit Kopf gegen Wand eingeschlagen. Und dann haben wir, Peter hat ein neues Gym gesucht oder er hat geguckt, was es so gibt und wir haben in Frommann das Gym gefunden. Das war eine alte Fabrik, das war eine verlassene Fabrik, in der hat man früher irgendwie genäht oder ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall, damals hat mir Peter irgendwie SMS geschrieben, du, ich gehe da so eine Halle angucken, hast Bock mitzukommen, ich bin mit. Wir machen die Fabrik auf, das war Katastrophe, die war voll mit Spinnen, also die war voll mit Spinnen, voll mit Spinnenweben, alles mögliche war da drin, wirklich, die war einfach richtig verlassen, ich stand irgendwie seit 5 Jahren. Als ich Peter Blick angeguckt habe, der hat so geguckt und ich habe schon gesehen, was er denkt, sehr viel Arbeit, nur sehr viel Arbeit investieren. Und danach irgendwie hat er mich gefragt, und was denkst du? Und ich habe gesagt, du, das kann auf jeden Fall was Cooles draus werden, weil ich zweistöckig, nee, unten, das, oben, das. Ja, und dann hat man alle Jungs zusammengetrommelt. Ich meine, wie gesagt, damals, also enger Kreis, wir waren irgendwie 20, 30. Und so, dann haben wir die Halle selber renoviert, Geräte selber gekauft, also eigene Kräfte quasi
da rein investiert und so ist eine neue Halle entstanden in Biesingen, Steinhofen. Die meisten aus Deutschland, die meisten Kämpfer kennen die, weil wir haben zeitlang da auch viele Trainingscamps gestartet und dadurch sind wir sogar also Ground and Pound war da, also wir haben unseren Gym gefilmt. Ja und so, und jetzt haben wir da, ich weiß nicht, wie lange haben wir da trainiert, 5 Jahre. 5 Jahre haben wir da trainiert in den neuen Gym, oder quasi jetzt in den alten, in den neuen Gym. Bis wir dann halt irgendwann wieder gemerkt haben, wir sind wieder zu viele. Wir waren irgendwie von 100 Leuten sind wir in 5 Jahren zu 400 geworden, oder sogar 500 knapp. Ja und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt doch wieder zu klein, jetzt müssen wir doch jetzt wieder was Neues suchen. Als wir damals in das quasi in die Fabrik eingezogen sind, das war natürlich eine sehr starke Veränderung. Es war, wie gesagt, zweistöckig, das war 1000 Quadratmeter groß und oben die Trainingsmatte war viel riesiger. Wir hatten Umkleiden, in alten Gym hatten wir nicht mal Umkleiden. Ja. Wir hatten dort Duschen, man könnte duschen. Also das war auf jeden Fall sehr starker Sprung zu dieser formalen Halle quasi. Und dann, als wir, wie gesagt, gemerkt haben, dass wir zu groß sind für diese Fabrik, haben wir halt Peter dann wieder Ausschau gehalten, hat dann geguckt, was es so gibt. Und in Balingen sind wir aufmerksam geworden auf unseren jetzigen Gym, das war früher ein Fitnessstudio. Und der Unterschied war natürlich jetzt viel, viel größer. Ja. Das war jetzt richtig alles professionell. Sind jetzt hier mehrere Räume, es gibt Sauna, es gibt Dusche, also klar, Duschen, aber bessere Duschen als in der Biesingener Halle. Und der Unterschied ist einfach jetzt hier aus dem Crossfit-Bereich, Fitnessbereich, ja, hat man einen Ring, hat man Trainingshalle 1, Trainingshalle 2. Es ist jetzt auf jeden Fall sehr viel, viel größer geworden, auch viel besser anzusehen, ja, die Fabrik, die war... Also das war wirklich für richtige Leute, die richtig Bock hatten auf Kampfsport. Da lagen halt überall Sachen rum, Pratzen lagen, alles lag im Freien, der Geruch, die Leute sind reingekommen, die Eltern vor allem haben gesagt, ach, irgendwie riecht es hier streng. Wir haben immer gesagt, das ist der Geruch des Erfolgs. Und jetzt hier im neuen Gym ist natürlich alles viel anders. Die Eltern kommen rein, die kann man an der Theke Kaffee trinken. Also die Verbesserung ist natürlich jetzt wieder viel, viel größer als jetzt im alten Gym und das ist jetzt, sieht alles viel professioneller aus und eigentlich hat man jetzt hier in diesem Gym alles, um einfach ein guter Kämpfer zu werden, ja, es gibt Trainer, es gibt fast für alles einen Trainer, Konditionstrainer, alles, also man muss eigentlich nur kommen, trainieren und kämpfen. Also ich mache Boxtraining, MMA-Training für Anfänger und Grappling. Anfänger und mehr oder weniger fortgeschritten, weil ich bin lila gut im Grappling. Aber so meine intensivste oder meine Favoriteinheit ist quasi BJJ. Ich mache das also sehr gerne, weil wie gesagt, irgendwie bin ich in diese BJJ-Szene reingekommen, hat mir sehr gefallen. Mittlerweile bin ich auch lila gut. Und bei mir im Training, also meiner Meinung nach, viele sind streng, schreien, aber bei mir im Training ist es eher so eine freundschaftliche Stimmung, meiner Meinung nach. Die Leute kommen hierher und nicht. Also es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Personen. Manche wollen, dass man die anschreit, aber bei mir ist eher so, ist eher die freundschaftliche und die familiäre Basis. Ja. Ich bin dann immer noch treu geblieben wie im alten Gym und ich probiere nett zu sein. Wir machen Training, wir rollen miteinander und nach dem Training sitzen wir da, quatschen noch mal ein bisschen. Manche Leute kommen und fragen nochmal, was ey, du oder das gezeigt hast, dann erkläre ich das natürlich nochmal gerne. Aber ich probiere eher diese familiäre Basis beizubehalten, was halt nicht immer leicht ist, weil manche Leute denken dann, oh ja, der ist halt so cool, ich kann bei meinem Training machen alles, was ich will. Ab und zu muss man danach natürlich ein bisschen schreien und ernster bleiben. Aber so meine Basis eher die familiäre und die lockere Art. Also was Play Tita auszeichnet und schon immer ausgezeichnet hat, ist diese familiäre Stimmung. Ne? Zu uns kommen Leute aus der ganzen Welt und die dürfen hier bei uns im Gym schlafen, die trainieren bei uns. Wir sind alle familiär. Also vor kurzem ist zu mir ein Kumpel gekommen, er trainiert in Stuttgart und hat gesagt, was mich hier am meisten in diesem Gym gefällt, dass diese
die Leute reden miteinander und die sind so freundschaftlich miteinander und manche sind sogar unterwegs und die treffen sich und wenn große Fights anstehen, gucken wir die alle zusammen an. Und das ist eben das, was Splendid auszeichnet, die familiäre Stimmung, die familiäre Lage. Bei uns ist jeder willkommen und wir sind zu jedem immer korrekt. Ja. Und jeder weiß, wenn Splendid kommt, da kommen meistens 10, 15 Leute. Ja. Es wird ein Hotelzimmer gebucht, aber da laufen alle rein. Für zwei Leute, aber da laufen 10 Leute rein. Es ist halt bei uns, ist halt diese, also die familiäre Stimmung. Wie gesagt, wie ein Kumpel in Stuttgart, der hat gesagt, so in Stuttgart kommen Leute, trainieren einfach und gehen wieder, haben miteinander mehr oder überhaupt nichts zu tun. Ja, manche sind natürlich wissen, befreundet, haben gesagt, hier bei euch, jeder und das. Und man sieht bei uns immer, bevor Training beginnt, die Jungs sitzen da, reden miteinander, haben diese lockere Art, lachen eventuell, reden über diverse Sachen. Verabreden sich vielleicht nach dem Training noch was zu machen, was essen zu gehen. Also das ist das Stempel von Planetite, die Familie.